Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 1 HD Remaster. Remake. Und genau, wir waren beim letzten Mal, haben wir Lisa endgültig sind wir losgeworden. Und wir waren in den ersten Zügen des Umbrella Labors unterwegs. Da würde ich vorschlagen, ja, machen wir das einfach mal weiter. Auf großer Erkundungstour hier. Wie gesagt, ihr habt schon mal einen kleinen Einblick beim letzten Mal bekommen. Und schon die ersten Zombies da unten erledigt. Wo ich echt dachte, dass das Nackte da unten wären, aber es sind keine Nackten. Es sind keine FKK-Zombies. Bin ich ein bisschen enttäuscht. Muss ich sagen, weil die gehören doch einfach dazu, die Nackten hier unten. Aber okay. Genau hier waren wir. Und hier liegt noch ein Zombie, genau. Den müssen wir einmal verbrennen. So. Damit der nicht wieder aufsteht hier. So. Gut, und dann waren wir hier, ne? Hier in diesem Bereich. Ja, vielleicht kommen die Nackten ja noch, wer weiß. Vielleicht kommen sie ja noch, ne? Okay. Wir haben hier ein paar Gänge. Ah, die Türen sind sowieso zu. Diese medizinischen Geräte wurden anscheinend mitten in einer Operation zurückgelassen. Aha. Die Tür ist verschlossen. Okay. Hebel zum Öffnen der Türschlösser. Wenn sie nur die Schlösser an den Hebeln öffnen könnten. Ja. Kann ich euch sagen, hier müssen die Modusketten rein. Die Tür ist verschlossen. Wenn sie die Hebel an der Seite umlegen könnten, würde sie sich öffnen. Hier müssen die Modusketten rein, Freunde. Und ihr seht, das sind drei. Ja. Hier ist irgendwie abgeschlossen. Okay. Das ist interessant. So. Dann gucken wir doch nochmal. So, wir waren ja hier in diesem Ärztezimmer. Und wir können hier was aufnehmen. Hier ist eine Art Schalter. Lass das erstmal. Nehmen erstmal das Ding auf. Ein Röntgenbild. Schauen wir uns das mal an. Es steht ein Name drauf. Clark David. Ja, okay. Interessant. Genau. Mehr Objekte. Ein Memo auf dem Notizbrett erregt ihre Aufmerksamkeit. Auf dem Notizblock steht gekritzelt. Zum Öffnen der elektronischen Tür müssen die Initialen alphabetisch geordnet werden. Die Initialen. Gail Holland steht da. Gail oder Molland? Molland. Ja gut, wir brauchen aber noch einen Itemplatz. Bringt alles nichts. Ja, ist okay. Wir brauchen noch einen Itemplatz, ne? Das ist total blöd mit Chris. Das heißt, wir müssen noch mal zurücklaufen. Das gibt's doch nicht. Wir müssen echt doch mal zurück. Ja. Das alles nur, weil ich diesen einen Zombie da weghaben wollte. Verdammt nochmal. Aber gut, ist halt hier so. Kann man nichts machen. Machen wir ein bisschen Laufzeit noch. Ich meine, wenn wir schon im Labor sind, dann ist das Ende auch jetzt nicht mehr ganz so weit weg, ne? Falls ihr euch an das Original erinnert. Dann haben wir nämlich schon, ja, in der nächsten oder in der übernächsten Folge dann das große Finale von diesem Spiel und auch das große Finale für mich von der Resident Evil Reihe. Weil, wie ihr das wahrscheinlich schon wisst, ist das hier das letzte Resident Evil, was ich spielen werde. Weil alles ab Resident Evil Teil 4 ist für mich einfach, ja, nicht mehr das alte Resident Evil. Mit der klassischen Steuerung und so. Mit diesen fixen Kameraperspektiven. Sondern das ist eher so Ego-Shooter-mäßig. Und, nee, danke. Es ist einfach für mich kein Resident Evil. So. Damit das mal gesagt ist. Ich weiß, es gibt einige von euch, die finden die neuen Teile auch ganz gut. Unter anderem der Sophia-Stern. Sei auch an dieser Stelle mal gegrüßt. Aber... Wie gesagt, für mich ist das nix. So. Ich mag einfach diese alten klassischen Teile, auch wenn das hier natürlich schon ein brandneuer Teil ist.
Aber halt noch mit klassischer Aufmachung. Ja. Deshalb. So, wieder geschafft hier. Alles durch Labern zu füllen. So, dann gucken wir uns das doch jetzt nochmal an. Das andere Röntgenbild. Ja, okay. Langs. Die Initialen. Müssen die Initialen alphabetisch geordnet werden? Okay, gucken wir uns das mal an hier. So. Alex Bechet. Ein Röntgenbild hängt an der Wand. Wo steht denn lange Alex Bechet hier? Ed Fischer. Ein Röntgenbild. Ed Fischer. Da ist ein Platz zum Aufhängen eines Röntgen. Ja, okay. Ich denke mal, das müssen wir dann gleich machen. Brief des Forschers. Ah ja, 8. Juni 1998. Meine liebe Ada. Ada kennen wir bereits. Ich sag nur Resident Evil Teil 2. Wenn du diesen Brief erhältst, bin ich nicht mehr der Mensch, den du einst kanntest. Heute erhielt ich die Testergebnisse. Ich war nicht überrascht, dass ich positiv bin. Es treibt mich an den Rand des Verstandes, wenn ich an mein bevorstehendes Schicksal denke. Ich würde alles geben, um nicht einer von denen zu werden. Soweit ich weiß, bist du nicht infiziert. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, aber falls du wirklich die letzte Überlebende sein solltest, hole bitte das Material aus dem Schrank für visuelle Daten. Aktiviere dann den Selbstzerstörungsmechanismus des Hochspannungsraums und flüchte von hier. Bitte unternimm alles in deinen Kräften Stehende, um diesen Unfall publik zu machen. Falls noch alles normal funktioniert, kannst du sämtliche Schlösser über das Sicherheitssystem öffnen. Ich habe das Terminal in kleinen Sicherheitsraum eingerichtet, sodass du dich unter meinem Namen und mit deinem Namen als Passwort anmelden kannst. Wir sollen es merken. Du brauchst ein weiteres Passwort, um die Tür in der Kelleretage 2 zu öffnen, wo der Raum für visuelle Daten ist. Als Sicherheitsmaßnahme habe ich das Passwort in ein Röntgenbild verschlüsselt. Ich kenne dich und bin sicher, dass du das schnell herausbekommst. Ich habe eine letzte Bitte an dich. Ich hoffe, du brauchst mich in diesem Zustand nie zu sehen, doch falls du mir mit meiner schrecklichen Form begegnen solltest, erlöse mich bitte von meinen Qualen. Ich hoffe, du verstehst mich. Danke, Ada. In Liebe, John. John Ada. Nochmal ein netter Hinweis am Ende, ne? So. Genau, jetzt sind wir hier also quasi in diesem Dunkelzimmer, was wir vom Original auch kennen. Da war es allerdings ein anderes Ergebnis, ein anderes Rätsel. Dann machen wir mal das Licht an. So. Dann müsste es ja da vorne anders aussehen, ne? Da ist ein Platz. Ein Teil glüht rot. Das ist der Leber, ne? Leber, das da unten ist Appendix oder wie das heißt? Kolon. Verbietisch geordnet werden. Okay, und dann müssen wir hier jetzt... Das da. Ein Teil glüht rot. Ja, das ist Clark David. Das ist der Esophagus. Oh Gott, jetzt kommen wir da auch noch im Bereich zur Anatomie. Da kenne ich mich ja überhaupt nicht mit aus, ne? Okay, dann hier. Das sind die Lungen. Das sieht man ganz klar. Röntgenbilder anders anordnen. Okay. Die Frage ist jetzt, warum haben wir diesen Lichtschalter? Ach so, die Teile. Okay, ich verstehe schon, ja. Gut, dann machen wir nochmal das Licht an. Das ist jetzt ein knackiges Rätsel hier. Ein Teil glüht rot. Ah. Okay, und wir müssen die jetzt alphabetisch anordnen. Zum Öffnen des elektronischen Türen müssen die Initialen alphabetisch geordnet werden. Das heißt A, B, C, D. Jetzt müsste E, F kommen. Ja, okay. Und dann hier hinten G, H. Genau, das passt doch.
Röntgenbilder anders anordnen? Nein. Okay, und dann? Zum Öffnen müssen die... Ja, die haben wir elektronisch angeordnet. Mach das Licht mal wieder aus. So. Die haben wir angeordnet und dann müsste jetzt... Hier haben wir nichts mehr zu tun, ne? Das ist jetzt eigentlich so angeordnet. Ja, okay. So, öffne der elektronischen Türen. So, okay. Dann gucken wir uns einfach mal weiter um. Wir haben das angeordnet. Frage ist jetzt... Ich sehe hier aber noch nichts offen. Ja, gucken wir erstmal. Gucken wir erstmal. Wir haben hier unten auch noch keinen Strom, oder? Doch, wir haben Strom. Okay. Da unten sind noch zu geschlossene Türen. Hier kann man aber noch irgendwas tun hier. Beziehungsweise hier ist noch ein Item irgendwo. Die Tür ist verschlossen. Hochspannungssymbol, okay. Ja. Munition. Ja, danke. Ist hier sonst noch irgendwas? Ein OP-Tisch steht herum. Ich hasse es. Noch ein Dolch. Okay, sonst haben wir hier nichts mehr, oder was? Sonst ist hier nichts. Okay, was... Oh, das ist ja ein großer Ventilator. Ob der Luft von außen ansaugt? Ja, kann gut sein. Okay. Ja, dann gehen wir jetzt nochmal hier hin, rein. Hier vorne. So. Okay. Es kann sein, dass wir da bei den Röntgenbildern nochmal was machen müssen, aber... Dass es da zum Beispiel rot leuchtet, ne? Ach du Scheiße. Was ist das hier für ein... Oh, Mann. Biohazard-Symbol. Oh, weh, oh, weh. Hier liegt auf jeden Fall Magnum-Munition. Haben genug Schuss jetzt eigentlich mit der Magnum. Oh, weia. Ein Teil einer Leiche liegt auf dem OP-Tisch. Oh, so eklig, Freunde. Okay, was gibt's hier noch? Wow, ein Monitor zum Anzeigen der Bilder aus einem Elektronenmikroskop. Boah, hab ich mich ja vor meinem Spiegelbild erschrocken. Eine Reihe von LCD-Bildschirmen. Die wurden bestimmt verwendet, um etwas anzuzeigen. Ah, ein Buch wieder. VACT, Notiz eines Forschers. Es gibt begründeten Anlass zu der Vermutung, dass das T-Virus-Muttergen das Genom im Körper seines Wirts beeinträchtigt. Der Körper des Wirts geht erwiesenermaßen in einen stabilen Ruhezustand über, nachdem er das Bewusstsein verloren hat. Der Virus wird dann aktiv und ändert die grundlegende Zusammensetzung des Körpers. Der Wirt mutiert dabei allmählich zu einem humanoiden Wesen. Wir haben diesem Wesen den Namen VACTs gegeben. Okay, höchst interessant. Besonders bemerkenswert sind die Geschwindigkeit und die erstaunliche Muskelentwicklung. Ah, ich glaube, ich weiß, worauf die anspielen wollen. Nach der Umwandlung wird es windiger und aggressiver. Vier unserer Forscher sind beim Versuch, es zu füttern, bereits ums Leben gekommen. Das Gehege wurde umgehend zum Blutbad. Seit diesem tragischen und barbarischen Unfall nennen wir diese Art Blutköpfe. Ja, Freunde, das sind auch nochmal Gegner, die wir früher oder später zu Gesicht bekommen. Das wird spaßig. Dieser ebenso gefährliche wie kostbare Prototyp kann nicht zurückgelassen werden. Wir müssen entscheiden, was zu tun ist. Terminierung ist völlig ausgeschlossen. Letztendlich beschlossen wir, es zu gefrieren und den Körper im Keller des rückwärtigen Friedhofs einzusperren. Ah ja, in dem Friedhof. Okay. Alles klar. Und wir haben hier einen PC. Wie geil. Schaut euch das an. Der ist aber ganz schön modern für die 90er-Zeit, ne? Das sah im Original sehr anders aus. Okay. Genau. Wir haben ja eben
Benutzerdaten bekommen, ne? Für den PC, in dem Brief von John an Ada. Nämlich ist das, der Benutzername ist John. Genau, geben wir das mal ein. Enter. Und dann hier das Passwort. A. D. A. Ada. So stand es in dem Dokument. Verify, sehr gut. Oh, Basement Door Lock Operation Select Floor. Enter Passwort. Jetzt brauchen wir noch ein zweites Passwort. Okay, haben wir nicht. Das haben wir nicht. Wir brauchen noch ein zweites Passwort. Vielleicht können wir schon Ada. So. Dann machen wir mal den unteren Bereich. Vielleicht geht der ja. B3F. B3F ist unlocked. Sehr stylisch. B2, da brauchen wir komischerweise ein Passwort für. Okay, das haben wir natürlich nicht, ne? Wir haben jetzt aber den B... Ah, guck mal, diese eine Tür da ist jetzt auf. Okay. Hier ist aber noch was zu tun. Ah, wahrscheinlich ein Server zur Datenverwaltung. Anscheinend ist er kaputt. Ja, der ist im Arsch. Ach du Scheiße, was ist denn hier wieder los? Eine Reihe von Chemikalien, die sie noch nie gesehen haben. Okay. Da ist auf jeden Fall ein Item. Das ist da die dritte Modisk. Hier ist eine Blendgranate. Okay. Die Leichen sind gefroren und Plastiksäcke verpackt. Oh, ihr seid doch krank hier. Eine Reihe von Chemikalien. Sonst gibt's hier nichts. Doch, sonst es gibt hier noch was. Ah, widerlich. Ja gut, die Sache mit dem PC da wahrscheinlich noch, ne? Sonst sehe ich hier nichts mehr tatsächlich an Items. Gut, dann müssen wir da tatsächlich noch mal. Wartet mal. Aber nee, stopp. Gehen wir erstmal da hinten in diese Tür. Die haben wir jetzt aufgemacht. Schauen wir uns mal an, was da so gibt. Und was ein Glück, dass die Zombies hier nicht wieder zum Leben erweckt werden. Ne? Damit hatten wir ja im ersten Teil ein bisschen Probleme. Also im Original. Puh, gut, okay. Gehen wir in diese Tür hier rein. Wer ist, was ist hier? So. Aha. Noch mehr Magnum-Buddy. Ach du Kacke. Wie viel Magnum-Buddy kriegen wir denn hier? Das ist ja richtig krass. Farbbänder. Müssen wir zurück zur Kiste. Ich kann hier kotzen. So eine. Das Spielbecken ist voller leerer Kolben und Reagenzgläser. Na toll. Ein Item können wir nicht tragen. Ein Röntgenbild. Das abgebildete Skelett ist nicht ganz menschlich. Darin ist eine klare Flüssigkeit. Fassen Sie sie lieber nicht an. Nee, machen wir auch nicht. Da ist ein Zombie auf jeden Fall. Ich hoffe mal, dass ich treffe. Das sind auch keine Nackten. Wo sind... Oh. Krass. Ich hoffe, dass wir die nochmal sehen. Da ist auch noch was. Du Scheiße, was ist denn? Hinter diesen robusten Tür scheint etwas zu kleines etwas zu geben. Lass erstmal. Da auch. Oha. Ist auch wieder ein Rätsel. Viele Rätsel hier unten, ne? Finde ich gut. Ein Fax an Säuberungsabteilung. Zu Händen Manager. Säuberung. Von Raccoon Katastrophenbekämpfungsausschuss. Der Inhalt dieses Faxes ist vertraulich und ausschließlich an den genannten Empfänger gerichtet. Jegliche Vervielfältigung oder Preisgabe des Inhalts dieses Faxes an Dritte ist durch den Absender ausdrücklich untersagt. Nach der Lektüre ist dieses Fax umgehend zu vernichten.
Wir erwarten, dass der jüngste Ausbruch des T-Virus wesentlich mehr Schaden verursacht als ursprünglich angenommen. Daraus ergeben sich mehrere Probleme. Problem 1. Mehr als die Hälfte der Forscher wurden vom T-Virus infiziert und starben. Boah. Fast alle Überlebenden dieses Unfalls melden inzwischen Symptome eines T-Virus-Befalls. Problem 2. Auch unsere geheime Sicherheitspatrouille wurde vollständig eliminiert. Es besteht daher die unmittelbare Gefahr, dass unsere geheimste Forschung an die Öffentlichkeit dringt. Um einer Enthüllung in den Massenmedien zuvorzukommen, sind unmittelbare Maßnahmen erforderlich. Problem 3. Mit hoher Wahrscheinlichkeit können sich die Objekte innerhalb der Anlage frei befähigen. Es ist daher mit zahlreichen Opfern zu rechnen. So bedauerlich diese Opfer auch sind, so unterstreichen sie doch den Erfolg unserer Forschung. Es ist daher unbedingt zu verhindern, dass unsere Forschungsergebnisse an die Öffentlichkeit gelangen. Ja, Umbrella, ihr seid krank im Kopf. Ein Haufen dreieckiger Gefäße. Ein Übertragungsgerät für den Passcode des Sicherheitssystems. Ah, mit einer Modiskette könnten sie den Passcode an das System übertragen. Ah, stimmt, da war das noch mit den Passcodes, ich erinnere mich. So, was haben wir denn jetzt hier? Können wir das mal aufmachen? Achtung, Explosionsgefahr, Treibstoff nicht schütteln. Ja, sieht aus wie ein Nachttankgerät. Gut. Okay. Das hier. Ach, das Regal steht voller Flaschen. Sie enthalten ein Pulver. Vielleicht eine Art pflanzlicher Medizin? Ja, das wollen wir jetzt natürlich nicht ausprobieren, ne? Explosionsgefahr. Treibstoff nicht schütteln. Okay. Wir haben da natürlich noch was zu tun hier, ne? Mit diesem... stimmt, dieser Film, Freunde. Ein Röntgenbild. Ist nicht ganz menschlich. Okay. Ich will hier weg. Ich will hier einfach weg. Wir brauchen auch noch eine dritte Modiskette, ne? Gut, aber dann würde ich vorschlagen, gehen wir erstmal zurück in die Kiste. Ja. Dann legen wir mal die Sachen ab, die wir hier gefunden haben. Dann freue ich mich, dass ihr wieder dabei seid hier beim Resident Evil HD Remaster Remake. Ich bin ganz schön angespannt jetzt gerade da unten, ne? Ich hoffe, dass man das nicht zu groß merkt hier, aber ich bin schon nervös hier unten, ja, weil das immer wieder ein Erlebnis ist, dieses Labor. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor gefällt, natürlich. Ne? Wir sind ja auch schon fast am Ende. Also ich glaube... Boah, guckt euch das mal an. Wir haben... Wow. Wir haben 36, sag schon. Speichern wir mal auch nochmal. 36 Magnumschuss. Meine Güte. Boah. Wir könnten eigentlich jetzt jeden Gegner mit der Magnum platt machen. Ohne Witz. Aber nee, ich werde mir die nach wie vor aufsparen. Hier unten laufen ja statt jetzt nur Zombies rum. Ne? Upsala. Jetzt habe ich da aus Versehen. Ja, Moment. Die Tür da geht immer noch nicht auf. Warum geht diese Tür da nicht auf? Weil irgendwas müssen wir doch da mit diesem Film machen, ne? An den kann ich mich auch noch erinnern. Aus dem Original. Da müssen wir vielleicht dann doch nochmal dechiffrieren aus diesem Ärztezimmer. Ne, mit den Körperteilen hat das vielleicht nochmal was... Alter, leck. Hat das vielleicht nochmal was zu tun. So. Aber bis jetzt lief das Spiel durchgehend flüssig auf meinem Rechner. Das überrascht mich ein bisschen, muss ich sagen. Also tatsächlich, meine alte Kiste, Hut ab. Also, 9 Jahre alter Rechner. Kann nicht ganz so verkehrt sein, den
sich den zusammen zu basteln. Ne? Ja, ich habe ihn mir selber zusammengebastelt, tatsächlich damals. Den Rechner. So, dann nimm bitte jetzt diesen Film mit. Ein Diafilter. Okay. Sonst ist hier auch schon gar nichts mehr. Okay, das heißt. Prüfen. Oh. Darin sind rote Dias. Sie sind leer. Rote? Aha. Okay. gut. Dann müssen wir da halt in dem Ärztezimmer nochmal was machen. Frage ich mich gerade was, aber ist okay. Gehen wir nochmal hier rein. Dann lesen wir uns die Sachen doch nochmal genau durch jetzt. Oder können wir den vielleicht hier irgendwie reinpacken oder so? Ein Röntgenbild, ja. Steht der Name, okay. Nein, brauchen wir nicht. So, gucken wir uns nochmal diese Datei an. Akten. Labor. Wir haben schon gar nicht mehr so viel, ne? Brief eines Forschers. So. Wo war das denn jetzt mit dem... Moment. Ich habe das Terminal im kleinen Sicherheitsraum eingerichtet. Okay. Zweites Passwort. Okay. Als Sicherheitsmaßnahme habe ich das Passwort in einem Röntgenbild verschlüsselt. Ja. In einem Röntgenbild verschlüsselt. Moment. Ich glaube... Wir sind jetzt alphabetisch. Mach mal bitte das Licht aus. So. Ein Teil glüht rot. Teil glüht rot. Okay. Okay, dann... Genau, das Kolon ist rot. Der Esophagus ist rot. Die Leber ist rot. Also C-E-L, die ersten Buchstaben jeweils. Das sind die Lungen. Cell. Dann haben wir ein Passwort. Weil das sind nämlich die Lungs, genau. Ihr wisst, was ich meine, ne? Die Bilder von links nach rechts gegangen und die verschiedenen Körperteile, die rot aufgeleuchtet waren. Das war unten das Kolon. Der Esophagus, der zweite. Dann der dritte. Die Leber. Und dann das vierte ist die Lungen. Dann haben wir das Passwort Cell. Das probiere ich doch mal aus an dem Computer da vorne. Vielleicht haben wir ja Glück. Das war's schon. Das wäre natürlich ideal. Okay, geben wir da Marcel ein. Hätte man auch so drauf kommen können eigentlich. Aber schauen wir mal. Im ersten Teil, also im Original, war ja das Passwort Mool. Und hier ist es jetzt scheinbar Cell. Gucken wir mal, ob das so stimmt. So. Wenn nicht, dann ist mein Gehirn endgültig eingerostet. stopp. Da ist doch schon der Rechner. Hier. So. John. Ada. So. Accessing. Verified. So, dann bitte den B2F und hier geben wir jetzt mal Cell. Enter. Und? Hahaha, Permission granted, unlocked. Ja, wunderbar, Freunde. Wir haben alle Türen geöffnet. Vielen Dank, lieber Rechner. Quit. Jawohl. Und, naja, wobei, nur die eine Tür da oben. Gut, dann gehen wir da noch hin. Ja, wir haben es tatsächlich gelöst, ja. War auch nicht ganz so schwer, muss man sagen. Aber wie gesagt, ihr kennt mich. Es hätte auch sein können, dass ich das total verkacken könnte. Inventar, ja, sieht gut aus, okay. Gut, Freunde. Dann würde ich einfach mal sagen, schaffen wir da jetzt noch hin. Und wie es dann da in der Tür weitergeht, sehen wir dann nämlich tatsächlich beim nächsten Mal. Ja.
Dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, bis hier hinter dieser Tür weiter geht's hier weiter beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.